Servus Leute, willkommen zurück zu Resident Evil. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Der erste Part, den ich in der heutigen Aufnahmesession aufgenommen habe, der war. Ja, ich dachte schon, ich habe keinen Sound. Der erste Part, den ich in der heutigen Aufnahmesession aufgenommen habe, der war. Als wir die Riesenschlange bekämpft haben und die Wolfsmedaille eingesammelt haben. Und seht, wo ich jetzt bin. Ich bin immer noch am Aufnehmen. Ja, ich habe mir auch gedacht, so als ich im letzten Part hingerannt bin, so, ja, mega große Tür, das muss ein Bossraum sein. Habe ich mir auch gedacht, wenn das jetzt kein Bossraum ist, dann habe ich richtig eine Arschgranate, weil dann habe ich hier Heilung und alles und dann muss ich was verschwenden oder den ganzen Weg zurückrennen. Das ist es ja gerade. Ist das. Ach, danke. Okay, so eine Kiste steht da. Problem, ich habe kein Farbband. Wenn ich sterbe, muss ich alles nochmal machen. Bitte Gott, lass mich nicht sterben. Ich darf nicht sterben, das darf nicht sein. So, ich werde es so machen. Ich renne mit noch einer Heilung herum. Weil das geht nicht. Das geht nicht. Ich darf nicht sterben. Wenn ich jetzt sterbe, schreie ich die Bude zusammen. Dann habe ich fünf Heilungen mit mir. So. Jetzt mal ganz im Ernst, ich habe ein Magnum mit mehr als genug Magnum-Munition. Ich habe Granatwerfer total überfüllt. Ich trage fünf Heilungsdinger mit mir. Zwei davon können mich entgiften. Ich darf nicht sterben. Ich darf nicht sterben, wenn hier ein Boss kommt. Wenn hier keiner kommt, dann ist alles gut. So, der ganze Kreis irgendwie. Das sieht ekelhaft aus. Das schreit doch schon so nach Boss. Hier ist irgendwo was. Altar. Lass hier es irgend so ein scheiß Farbband sein. Mein Gott. Maus. Danke. Ich will nicht Antivir. Ich will doch nur ein Farbband. Ist das zu viel verlangt? Bitte, das da. Kein Farbband. Jill, you're alive. I was worried. Because I thought you were. Start talking. Calm down. I didn't want to do it. Believe me, I can explain. Don't lie to me. Soll ich ihm vertrauen? Er wollte uns killen, aber zwei sind besser als keiner.
Ja, ich kann ihn hinterher immer noch abmurksen. Thanks, Jules. Ach du Scheiße, Bosskampf! Bitte lass das irgendwas mit diesem Stein hier zu tun haben. Mach doch was, Barry. War Double. Bleib ja weg von mir. Monster. Hallo. Muss doch was mit diesem Stein zu tun haben, oder wie? Das war so dumm. Noch bin ich blöder. Renn! Was mit den Steinen hier? Langsam ist Torfelsperr den Weg. Muss ich doch öffnen lassen. Hallo, ich häng fest. Was war das? Eine Nachricht ist in den Sarkophag geschnitzt. Ist der Fluch der Ketten bezwungen, erscheint der Weg der Wahrheit. Hau ab von mir. Ja, Jill hat wieder mal unglaublich viel Zielwasser getrunken. Ich meine, dass man das Teil nicht töten kann. Autsch! Genau, Vorsicht. Ich nehme mal das da. Nein. Ich weiß nicht, was man machen muss. Das ist scheiße. Mir geht die Munition aus. Ja, jetzt liegt es. Ich verstehe. Endlich, ich habe so viel Munition verballert. Oh, das Teil geht auf. Ist das abknallen, das Teil? Ah, es liegt, es liegt, es liegt! Komm schon, Lisa, leg dich noch ein Weilchen hin. Oh! Gut, dass Barry jetzt geschossen hat, sonst wäre ich des Todes. Boah. Barry. Ausnahmsweise, danke. I don't believe that thing's really dead. Leave this place up to me and go on ahead. Okay. Okay. Scheint so, als ob Barry
doch nicht ganz so böse ist. Hier liegt irgendwo noch was. Oh je, überall Löcher. Ich da in ein Loch falle, ich schreie. Muss es doch irgendwo ein Item geben. Komm schon, ich brauche Farbbänder. 3000. Aber das mit Mama. Im Sarg liegt ein Skelett. Und mein Tee ist noch etwas anderes. Ein Familienfoto. Es ist ein Brief. Meine liebe Lisa. Oh ja. Bestätigt nochmal. Gut, dass ich zurückgegangen bin. Meine liebe Lisa, jeden Tag schwindet mein Bewusstsein weiter. Die Sprit. Moment. So, meine lieben Leute, ich bin wieder da. Ich werde jetzt wieder von vorne anfangen, hier zu lesen, damit eben das Feeling drin bleibt und die Stimmung nicht zerstört wird, weil das wäre echt doof. So, meine liebe Lisa, jeden Tag schwindet mein Bewusstsein weiter. Die Spritzen von den Männern in weißen Kitteln machen Mamas Jucken besser. Heute geben sie mir eine Spritze mit Vitaminen. Kann man schon vorstellen, welche Vitamine das sind. Wenn sie mir die Spritze geben, kann Mami nicht klar denken. Aber Mami ist traurig, weil Mami es nicht schafft, euch alle nicht zwischendurch zu vergessen. Mami hat Angst. Angst, alles zu vergessen. Besonders die Erinnerung an dich und Papi, wie ihr aussieht, was wir zusammen gemacht haben. All das verschwindet allmählich in einer Finsternis in mir. Oh Lisa, ich möchte jetzt sofort dein Gesicht berühren und dich in meinen Arm halten, damit ich unsere wunderbaren Erinnerungen an dich und Papi behalten kann. Lisa, wir können hier nicht bleiben. Wir müssen fliehen. Hör mir zu, Lisa. Unsere Chance kommt, wenn wir nächstes Mal beide gemeinsam im Labor sind. Wir stellen uns beide bewusstlos. Und wenn der Mann in weißen Kittel nicht aufpasst, nutzen wir unsere Chance. Wenn wir draußen sind, suchen wir gemeinsam nach Papi. Okay, Kleine? Du musst stark sein, Lisa. 13. November 1967. Jessica Trevor. Ja, das ist wohl die Mutter von Lisa. Und wegen des Berichts habe ich ja schon erfahren, dass sie es nicht geschafft hat, was einfach traurig ist. Okay. Ich bin froh, dass ich das hier jetzt noch gelesen habe, bevor ich rausgegangen bin. Moment, ich muss mich wieder aufsetzen, weil mein Bildschirm so dunkel ist. Und ich wäre noch glücklicher, wenn ich jetzt endlich ein Farbband finden würde. Ich nehme, glaube ich, schon 2 oder 3 Stunden auf, ohne gespeichert zu haben. Und das wäre einfach fatal, wenn ich jetzt sterben würde. Ein Instant Kill wäre für mich jetzt die Hölle. Ich würde wirklich so laut schreien. Ah, hier bin ich. Das sind doch Kräuter oder etwa nicht? Anscheinend nicht. Ist hier irgendwo was? Nee, hier ist gar nichts. Da ist eine große eiserne Tür, sie lässt sich nicht öffnen. Sag mir nicht. Ja. Kehrtwende. Und das alles ohne Farbband. Wenn ich jetzt wieder sterbe, dann würde ich wieder unten in der Höhle anfangen, wo Lisa noch rumrennt. Ja, ich weiß, man hört den Controller, wie er vibriert. Und das wäre so schlimm für mich. Weil dann muss ich, glaube ich, 2 Stunden Spielzeit nachspielen. Und dann könnte ich durchaus die Lust auf dieses Spiel verlieren.
Leider. Weil dasselbe ist bei Apes Exodus der Fall. Bei Apes Exodus muss ich nicht viel nachholen, aber ich muss was nachholen. Und sobald ich etwas nachholen muss, ist bei mir die Laune sowas von down. Ich bin froh, dass ich nicht gestorben bin. Ich bin wirklich froh, dass ich nicht gestorben bin. Bin ich hier richtig? Ja. Ich hole die beiden Symbole. Und hier habe ich was im Hals. Mit dem Granatwerfer, den kann ich doch schon wegpacken. Sind das normale Granaten? Ja. Ich kann nicht beides ausrüsten. Ich nehme wieder Pistole mit. Pistolenmagazin. Oder, hoppla, ach egal. Oder nehme ich das Pistolenmagazin, ich nehme statt dem Pistolenmagazin das Kampfgewehr mit. Was Schmacki mit den MO-Discs meint, weiß ich nicht. Er meint, das ist irgendwie nötig für ein gutes Ending. Ich weiß aber nicht, wo die sind. Ich werde mal schauen. Ich werde meine Augen offen halten. Wenn ich sie finde, ist gut. Wenn nicht, dann ist nicht so gut. Moment. Und weiter geht's. Ja. Ich bin gerade ein bisschen mitgenommen. Eben wegen der ganzen Story alles wegen Lisa. Aber andererseits bin ich auch ein bisschen mitgenommen, weil ich Angst habe. Nicht vor dem Spiel jetzt, sondern ich habe wirklich Angst zu sterben, weil ich müsste so viel nachholen. Ich müsste wirklich sehr viel nachholen. Und ich hoffe einfach, dass ich nicht sterbe, denn wenn ich das alles nachholen müsste, wenn ich wieder sonst wo starten würde, dann weiß ich nicht, ob ich das Projekt wirklich demnächst beenden würde. Ich würde es wahrscheinlich dann auch pausieren und das will ich eigentlich nicht. Das ist es ja gerade. So. Eine Hundeeinbuchtung. Das Symbol in Form eines Wolfes ist eingraviert. Wolfsmedaille. Ich nehme mal an, dass das da hinten jetzt der Adler ist. Also logisch, dass das der Adler ist, weil den habe ich ja zuerst gelesen. Neuer Gang? Was sind die Öffnungen? Hallo? Da. So. Und diesen Fahrstuhl. Nehmen wir den mal. Die ganze Zeit ohne Fahrband, das kotzt euch dann. Ja, Controller. Muhaha. Aha, Moment.
Und weiter geht's. Das werde ich alles nicht rausschneiden, weil es natürlich zum Let's Play dazugehört. Wo bin ich jetzt? Also jetzt bin ich offiziell CD2. Ein riesiger Aufzugsschacht. Hier gibt es auch eine Art Wassertank. Auf dem Schild steht, öffnen nur im Notfall möglich. Komm schon, hier muss doch irgendwo ein scheiß Farbband rumliegen. Ich hab's mir verdient, ich habe heute lang genug aufgenommen. Ist das? Gib's mir, Baby! Ja, Baby! Geil! Ach, das Leben hat wieder einen Sinn. Ja, Speicher. Da, Bergbau war der letzte Speicherpunkt. Ich hätte so viel nachholen müssen. Bäm, ich bin wieder sowas von back in business. Aber jetzt haben wir die zweite CD. Das ist interessant. Ach, wie schön. Gut, dann würde ich sagen, das hier... ich weiß nicht, ob ich jetzt weiter aufnehme. Schauen wir mal. Aber endlich habe ich wieder speichern können. Das Leben hat wieder einen Sinn. Danke, Baby. Gut, dann... Oh, die Musik. Dann würde ich sagen, das war Resident Evil. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.